My Neighbor Alice habe ich euch bereits in einem Video vorgestellt und in diesem Video soll es sich um den allerersten Landverkauf drehen. Denn dieser wird ab dem 27. April stattfinden. Die Verlosung wird dann am 12. Mai stattfinden. Und es werden 927 Grundstücke verkauft. Um sich für diese Verlosung zu qualifizieren, musst du Lotterielose besitzen. Und die Gewinnlose werden dann nach dem Zufallsprinzip gezogen. Das haben die deshalb gemacht, weil einfach der Andrang zu hoch war. Ein Dashboard für die Verwaltung der Lotterieteilnahme wird dann zur Überwachung, wie viele Lose du halt eben hast, zum Start der Verlosung verfügbar sein. Den Link findest du dann auf der offiziellen Webseite. Ganz, ganz wichtig, bitte nimm das nur von hier, denn es sind echt viele Scammer unterwegs, die einfach nur Kleinigkeiten ändern und dann fallen die Leute eben auf sowas rein. Die Grundstücke kosten jeweils 20 Alice. Diesen Betrag musst du über das Dashboard einzahlen, um an der Verlosung teilnehmen zu können. Wenn du gewinnst, wird der Beitrag oder Betrag abgezogen. Wenn du Pech hast, kannst du den eben liegen lassen, um beim nächsten Mal nochmal dran teilzunehmen oder du hebst ihn einfach ab. Deine Einzahlung wird dich berechtigen, dazu 20 Lose pro Tag in diesem Lotteriezeitraum zu erhalten. Aber du kannst noch mehr Lose haben, wenn du Alice oder Chromium Token einsetzt. Für je einen Alice oder 20 Chromium Token erhältst du ein zusätzliches Los pro Tag während des Einsatzzeitraums. Du musst über das Dashboard alle Adressen mit Einsätzen mit deiner Einzahlungsadresse verknüpfen, damit diese gezählt werden können. Um an der Verlosung teilnehmen zu können, musst du die Einzahlung und deinen Einsatz bis zur Verlosung unangetastet lassen. Der Versuch, die Jetons von der Ziehung abzuheben, führt zum Verlust der gesamten Lose. Es ist jederzeit möglich, die Anzahl der eingesetzten Jetons zu erhöhen. Die Zuteilung deiner Lose wird anhand von Schnappschüssen ermittelt, die ab dem 27. April täglich dann gemacht werden. Der letzte Snapshot findet am Tag der Ziehung, also am 12. Mai, statt. Je mehr Tickets du hast, desto höher ist die Chance, dass du gewinnen kannst. Aber es ist nur möglich, das ist wichtig, ein Grundstück pro Adresse und Einzahlung zu gewinnen. Ich finde, das ist eine coole Sache, wenn wir uns mal den derzeitigen Preis von der My Neighbor Alice angucken. Da ist er bei 12 Dollar und ihr braucht 20, um so ein Land eben zu kaufen. Und ich finde, das ist wirklich noch human, wenn in Zukunft halt das Spiel populärer wird, dann werden da ganz andere Preise stehen. Und dann könnt ihr es auch irgendwann teurer verkaufen oder eben aus diesem Land euren Nutzen ziehen. Ich finde es noch in Ordnung. Ich denke, so viele Leute haben das jetzt nicht ganz auf dem Schirm oder haben es noch nicht mitbekommen. Das könnte in den nächsten Tagen, also bis zum 27. April, nochmal deutlich ansteigen. Das ist natürlich jetzt keine Sicherheit. Das ist nur so meine Vermutung. Ihr seid da noch sehr früh mit dabei, weshalb es auf jeden Fall eine Chance ist, wenn ihr auf so etwas steht. Okay. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ihr macht was aus den Informationen. Wir sehen uns im nächsten. Ciao.